Ich sehe da überhaupt gar kein Problem, hier etwas abzuschaffen oder etwas zu vermindern, beziehungsweise etwas einzusparen. Also wenn wir schon davon reden, dass wir die Europaregion Tirol aufwerten wollen, ja, dann machen wir es doch. Und hier noch ein Zusatzgremium oder Nebengremium zu finden, das sehe ich völlig sinnlos an. Im Gegenteil, das ist ja gerade die Aufforderung und die Möglichkeit, im Rahmen der Europaregion Tirol noch mehr zusammenzuarbeiten, weil es eben diese Nebenkämmerchen, diese Nebensitze nicht mehr gibt. Sondern wenn was zu besprechen ist, was gemeinsam ist, wird es im Rahmen der Europaregion Tirol besprochen. Wenn es etwas gibt, was uns im italienischen Parlament zum Beispiel besonders interessiert, kann man mit den Trentinern sich immer dort übereins setzen. Man kann, wie gesagt, trotzdem mit den anderen Sonderautonomien, was ja schon gemacht wird, auch dort zusammenarbeiten. Aber dass hier ein neuer institutioneller Rahmen definiert wird, wie auch immer, der diese Region ersetzen sollte, das sehe ich einfach schlicht als Steuergeldverschwendung und nutzlos an. Damals bei einem vereinten Tirol, wie wir es bis 1919 hatten, ja, stellt sich diese Problematik nicht und die Zerreißung Tirols kann nicht gut uns angelastet werden. Das hat schon der italienische Staat in seinem imperialistischen Streben ganz alleine zustande gebracht. Wir müssen mit der derzeitigen Situation zurechtkommen. Und da sehe ich die Region rein historisch belastet, einen Klumpfuß, der nicht zu rechtfertigen ist und auch ohne weitere Funktion. Denn das, was da drinnen auch steht, die gemeinsamen Probleme, die grenzüberschreitenden Probleme, alle diese Sachen kann man gerne lösen und ich bin jederzeit dafür, für eine große Zusammenarbeit mit Trient, die für mich persönlich nicht nur unsere Nachbarn sind, sondern auch Welsch-Tiroler Landsleute. Aber nicht im Rahmen einer Region, nicht im Rahmen eines Raccordo oder eines Consiglio Regionale oder wie man das immer nennen möchte, sondern wenn schon im Rahmen einer Europaregion Tirol. Und die gilt es zu stärken. Und zwar als drei eigenständige Länder, die sich Schritt für Schritt ihre Gemeinsamkeiten wieder bewusst werden und gemeinsame Lösungen für gemeinsame Probleme erarbeiten. Und wer weiß, in einer Zukunft vielleicht wieder ganz, ganz eng zusammenkommen. Vor diesem Hintergrund sehe ich diese verschiedenen Vorschläge, die Region jetzt zu einem Zusammenkunft zu machen, zu einer Diskussionsbasis oder wie auch immer, nicht sinnvoll an. Alles dies kann man in der Europaregion Tirol machen. Und dort sollte es auch gemacht werden und das schon wäre dann eine grenzüberschreitende Tätigkeit, die wirklich fruchtbringend wäre. Die Region selbst hat sich überlebt, ist ein Überbleibsel aus vergangenen Tagen und gehört meines Erachtens ersatzlos abgeschafft. Mich wundert jetzt schon die Wortmeldung von zahlreichen SVP-Kollegen hier, weil wenn ich bedenke, dass das Los von Trient 1957 nach wie vor einer der wesentlichen Grundpfeiler der Südtiroler Volkspartei ist, kommt mir das vor, dass hier langsam eigentlich ein Abschied von dieser Forderung betrieben wird. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich meine, wenn man jetzt den konsensfähigen Teil anschaut dieser Diskussion, so denke ich, dass mit einer Kooperation mit Trient jeder einverstanden ist. Nur mit einer Institutionalisierung dieser ganzen Sache, da gehen die Meinungen auseinander. Und ich wiederhole, wie der Luis Durnwalder jetzt richtig gesagt hat, wir haben gegenüber der Vergangenheit die Verpflichtung, diese Region abzuschaffen, aber ich bin der Meinung auch gegenüber der Zukunft, denn eine leere Schachtel, egal wie man sie jetzt nennt, ist sinnlos und Steuergeldverschwendung. Und das alles, was wir besprechen können, sollten wir auf Ebene Europaregion Tirol machen oder in einer nicht institutionalisierten Zusammenarbeit, denn diese Institution hat sich bis jetzt als Zwangsklammer erwiesen und wenn die weiterhin aufrecht bleibt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie es auch wieder wird. Deswegen Abschaffung klar der Region. Das Gestern ist wichtig, aber wir sprechen zugegebenermaßen, da gebe ich jetzt den Vorrednern Wiedmann und Peratona recht, über die Zukunft. Aus den Gestern schöpfen wir die Erfahrung, dass es mit der Region, mit der gemeinsamen nicht funktioniert hat. Und für die Zukunft möchte ich diesen Fehler ganz gern vermeiden. Und deswegen sehe ich keinen Grund, hier mit dieser Region weiterzumachen. Und nochmal, jetzt können wir sie flach machen und aushöhlen und so weiter und so fort. Alles d'accord, bin ich sehr dafür. Nur meines Erachtens braucht es dann keine Barregionale per Incontrarsi. Das braucht es nicht. Steuergeldverschwendung, Sinnlosigkeit.